Der Drachenfels im Siebengebirge ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in Europa. Im Zuge der aufkommenden Rheinromantik im 19. Jahrhundert erlangte der aus aufsteigendem Magma eines Vulkans entstandene Bergkegel mit der Burgruine in fast 300 Meter Höhe internationale Berühmtheit und wurde ein beliebtes Ziel für Touristen aus aller Welt. Kein Berg in Europa wird häufiger bestiegen als der Drachenfels. Zu Fuß oder mit der ältesten Zahnradbahn Deutschlands, der Drachenfelsbahn, oder früher mit dem Esel. Das Schloss Drachenburg unterhalb des Gipfels wurde bis 1884 im historischen Stil erbaut und trug zusätzlich zum Besucherboom bei. Nachdem der Drachenfels bereits seit der Römerzeit als Steinbruch genutzt wurde, ließ der Erzbischof von Köln Mitte des 12. Jahrhunderts dort eine Burg errichten. Zu dieser Zeit erscheint auch der Name Mons Dracu erstmals in den Urkunden. Der Name geht auf eine Sage mit einem Drachen zurück. Der heute mit viel Beton und Stahl gesicherte Drachenfels bietet vor allem eins: eine fantastische Aussicht auf das Rheintal, die man auch vom neu gebauten Glaskubus mit Restaurant genießen kann. Daneben gibt es noch die auf halber Strecke liegende Nibelungenhalle mit Gemälden von Hermann Hendrich, die Szenen aus Opern von Richard Wagner darstellen. Angegliedert ist eine reich bepflanzte Felsengrotte mit einer etwa 15 Meter langen Steinskulptur eines liegenden Drachen. Unser Fazit: Den Drachenfels muss man einfach gesehen haben. Nach dem schweißtreibenden Weg bergauf wird man mit dieser sensationellen Aussicht belohnt. Auf dem beschwerlichen Weg bergauf gibt es sogar noch einige nette Einkehrmöglichkeiten.